Was gibt's da zu lachen? So. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Wir haben ein kleines Unboxing vorbereitet, wir haben einen kleinen Stargast am Start, den wollen wir mal zeigen. Das ist die Marie. Die hat mir versprochen, dass sie da sitzt, dass sie nichts sagt, dass sie nichts macht, dass sie nicht mal atmet, sonst dürfte die nämlich gar nicht hier sitzen. Die stürmt nämlich immer meine Videos und unterbricht mich und bringt mich komplett raus. Aber wir waren bei McDonald's. Familienausflug, Jonas rausgebracht, seinen neuen Tragegurt getestet, es hat geregnet und da gibt es doch jetzt die Pokémon-Karten im Happy Meal. Da könnt ihr so ein super schönes Happy Meal Karton Ding bekommen mit Pikachu drauf. Und was jetzt ganz richtig nice ist, hier sind Ohren dran, die man abreißen kann. Das möchte ich euch auch erstmal zeigen. Die reißt ihr ab und dann steckt ihr die hier rein. Bevor wir die Box aufmachen, müssen wir die Box nämlich erst dekorieren. Das ist ein Ohr und das zweite können wir hier drüben aufmachen. Wir haben uns nämlich drei Happy Meals geholt. Eins für Marie, eins für Pupsi und eins für mich. Denn ein Cut-and-Opening, ein Package wäre viel zu langweilig in so einem Video, habe ich gedacht, habe ich drei Stück. Die Leute haben alle was zu essen und alle freuen sich und da kann man ja mal so machen. Das ist jetzt hier die Pikachu-Box mit Ohren dran. Jetzt können wir die Ohren aber wieder abmachen, können sie zur Seite legen. Gucken mal kurz hier rein, was da drin ist. Marie nimmt nämlich immer Pommes. Der Ramses, ne, der Bubi, der nimmt immer einen schönen Gartensalat mit einem Cheeseburger dabei und hat sich eine Cola Zero geholt. Als Topping habe ich mir eine schöne Apfeltüte rausgesucht im Happy Meal. Und weil das zweite, das war egal, da habe ich gedacht, gut, wenn ihr nicht wollt, dann nehme ich noch so einen schönen Fruchtquetsch dazu. Zwei Soßen habe ich noch dabei und dann haben wir insgesamt natürlich drei Packs mit Karten bekommen. Und die ich jetzt mal auspacken möchte, das habe ich ja schon mal gemacht, als es McDonald's Pokémon-Karten gab. Da gab es eine Sonderedition, wo direkt McDonald's Pokémon-Karten drin waren. Die sind, glaube ich, jetzt nicht exklusiv. Die gibt es wahrscheinlich auch so. Marie hat nämlich gesagt, oh, ich habe da schon welche davon. Vier Karten habe ich schon davon. Vier Karten hat sie angeblich schon. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Das sind die drei Teile, die wir haben. Die kenne ich alle aus dem neuen Spiel, wo ich jetzt schon nicht mehr weiß, wie es heißt. Karmesin und Purpur. Wir drehen die Kamera jetzt aber um. So. Schieben das hier runter und versuchen jetzt. Das ist noch zu hoch. Und versuchen jetzt hier. Ihr seht, wie das stört, ne? Wenn man unten die Beine kann ich sieht. Päckchen aufmachen? Nein. Wie war das? Du bist gar nicht da. Hey. Ich darf die Päckchen öffnen und dafür darfst du die Päckchen behalten. Das waren die Regeln hier beim Hütchenspiel. So, kennt ihr lustiges Hütchenspiel, wo man so macht, so und so? Und dann sagt man, aha, wo ist jetzt die lilane Box? Na, das war ja einfach. Da kannst du gar nicht betrügen, weil alles gleich aussieht. Wir fangen jetzt. Mit welcher soll ich anfangen? Die Katze, weil ich die schon habe und die auch. Die Graskatze fängt an. Dann machen wir das jetzt mal hier auf. Die Graskatze. Wir dürfen es nicht zu nah an die Kamera halten, weil dann ist das ja wieder alles. Dann ist das wieder alles unscharf. Hier ist wieder so Pokédex-Spielzeug-Gedöns dabei. Hier brauchst du auch nicht wahrscheinlich. Doch. Hier ist das. Keine Ahnung, was das ist. Hier ein Stück Bubble für dich. Sammelkartenspiel. Match Battle. Vier zusätzliche Spielkarten. Reiß mal auf. Ich muss es so rumhalten. Ich weiß nicht, ich will ja nichts spoilern. Also ich muss es so rumhalten. Oh cool, das ist. Und dann gucken wir mal, was es ist. Wir haben hier zuerst ein Sanaconda. Das ist diese komische Schlange, die wir gesehen haben in der Wüste. Die war richtig cool, aber nützlich ist sie, glaube ich, nicht. Hat 140 KP. Sanaconda vom Typ Kampf mit Schädelwummel, Sandsturm, Spray. Lege ich mal hin. Als zweites ein Pamo. Pamo habe ich damals in mein Team mit aufgenommen. Das war, glaube ich, Julchen. Das war mein Elektro-Pokémon, was ich nehmen wollte. 60 KP. Pamo ist auf jeden Fall süß. Leg mal daneben. Dann haben wir Mopex. Das Moped-Pokémon mit 110 KP. Spritztour und Tempoangriff. Fand ich lustig, weil das ja immer durch die Gegend gesteppt ist, also gefahren ist.
Also leg mal ab, Typ normal. Und jetzt die letzte Karte. Ein Krokel. Und sogar als, was ist das? Reverse Holo Holo, ich weiß es nicht. Das ist alles in einem. Ihr schreibt es mal rein, es glitzert auf jeden Fall. Das ist der Feuerstarter. Und den habe ich genommen, weil alle haben gesagt, das ist voll cool, das hat der Thomas genommen. Das war mir irgendwie zu, weiß ich nicht. Das ist für Männer, ja, die auf Männer, die nehmen das. Das andere war mir zu weiblich, aber das fand ich cool. Das war richtig stark, das war der kleine Außenseiter. Den mochte keiner, deswegen hatte ich Krokel genommen. Ist richtig fett und richtig groß geworden. Das ist schon mal cool. Ich kenn ihn alle. Sag mir alles. Was? Ich habe eins davon doppelt. Doppelt welches? Das hier. Das Mopex hast du doppelt. Jetzt haben wir hier das nächste Pack. Hier ist wieder der ganze Schrott. Müll. Hä? Andere Kinder spielen damit. Hier, bitteschön. Dann müssen wir das ja, glaube ich, wieder genau so aufmachen. Und dann ist das genau wieder rückwärts zu sehen bei uns. So, machen das wieder in dieser Reihenfolge. Sanaconda, hey, haben wir ja eben schon gehabt. Guck mal, jetzt hast du das doppelt, richtig genial. Ich hab sogar noch eins doppelt, die Pablo! Ente. Hey, das ist auch doppelt. Ich hab jetzt diese Ente doppelt. Das ist cool, das ist ein Starter, den kannst du tauschen, ja. Aber die zwei haben wir eben schon gehabt, Enttäuschung ist da. Mopex, oh mein Gott, das heißt... Nochmal was? Dreimal genau die gleichen Karten. Haben wir noch ein Krokel hier drin? Nein! Doppelt. Aber Quax ist da mit diesem Hintergrund. Das sieht stark aus. Doppelt. Wie viel KP hatte Krokel? Was steht bei Krokel hier für eine Zahl? 70. Ich habe auch doppelt. 70. Das ist doch aber cool. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Katze. Dann haben wir alle drei Starter mit diesem schön glitzernden Hintergrund. Ich habe die Katze. Normal oder so? Ja. Ja, normal oder so, ja. Du siehst ja hier, das glitzert ja alles. Das ist normal. Jetzt bin ich mal gespannt, was in dem letzten Ding drin ist. Das ist ja auch so ein Drachenfee-Pokémon oder irgendwas. Ich hoffe, es ist kein Mopex mehr dabei, weil, weiß ich nicht. Irgendwie kann ich Mopex... Ich will Pikachu haben. Mopex ist jetzt das Pandimos aus der Pokémon-Reihe, das wir gerade haben. Machen das letzte Paket auf. Nicht rumschreien, wenn du hinten was siehst. Ich muss mich überraschen lassen. Oh, Enttäuschung nee, ist wieder doppelt. Was? Ey, Mann! Wo ist denn der Spoiler? Und wir haben doppelt. Sanaconda! Wuhu! Das wieder hinten doppelt. Pass auf, jetzt. Hä? Wo ist denn jetzt mein Pamo hin? Das ist ein Zwiebs mit KP 40. Das ist eine Doppelmaus. Guck mal, zwei Mäuschen, wie du und Jonas. Bitteschön. Das ist jetzt die Kinderkarte von uns. Und wir haben einen Kirlia. Endlich mal ein Pokémon, was auch aus einer anderen Generation theoretisch schon ist. 90 KP. Das ist ultra stark. Wie kann man denn da gehen und müde cool, werden? Das habe ich noch gar nicht. Ja, das hat einen Rock an und ein Kleid. Und jetzt wichtig. Das doch ist, bitte. Ist da eine grüne Katze drin? Nö. Ist da ein Krokel drin? Ist da eine Ente drin? Krokel! Darf ich doch bestimmt einen Krokel behalten? Nö. Weil das mein Starter war, den ich gewählt habe. So, ich gebe dir die trotzdem mal rüber und würde sagen, das war schon das ganze Opening, ne? Also, ich weiß nicht. Hat sich das gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Alles doppelt und dreifach bekommen. Drei Packs. Ich bin kein Kartensammler, ich kann damit eh nichts anfangen. Ich habe das mal gemacht, um euch das mal zu zeigen. Hey, Krokel in der Haus, super. Nee, aber da hängt ja Erinnerung dran, weil ich den ja gespielt habe extra. Deswegen, das ist cool, wenn ich mit dem in den Schrank stellen kann. Ich würde jetzt nicht jeden Tag losrennen und 100 Pakete da kaufen vom Happy Meal. Wenn man mal zufällig wieder dort ist, dann vielleicht kann man noch so eine Aktion machen. Aber ansonsten, ihr seht, so viele verschiedene Karten gibt es nicht dort. Ihr kriegt immerzu dasselbe gefühlt auch. Es gibt so viele Leute, die wollen unbedingt alle verschiedenen Karten, die jetzt dort sind, haben. Aber ich zähle da nicht dazu. Habt ihr auch schon euch was von dem Happy Meals jetzt geholt, von den neuen Karten? Was ist euer persönliches Highlight bisher? Ich muss sagen, meins ist Krokel hier in dieser Glitzer Edition. Das war's von meiner Seite aus. Das war's von Marie ihrer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss. Tschüss.